Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Van Appian. Wir sind heute in Heidelberg und eigentlich wollten Kai und ich auf das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest. Nur nachdem hier keine Amerikaner mehr stationiert sind, war das ziemlich öde. Das war alles aber nicht amerikanisch. Außer ein paar amerikanische Flagge, die rumgewedelt sind. Man konnte Mountain Dew und andere amerikanische Soda-Getränke kaufen. Absolut. Aber ansonsten war es das auch schon wieder. Ja, und deswegen wollte ich dem Kai hier was anderes in Heidelberg zeigen. Und dabei sind wir an einem offenen Tor vorbeigefahren, und zwar an den ehemaligen Patton Barracks. So heißt das, glaube ich. Und da das jetzt öffentlich zugänglich ist, weil das ist gerade mitten im Umbau, also die machen hier ein Gewerbegebiet draus, haben wir die Chance genutzt, hier uns einmal umzuschauen, weil hier einfach noch viel mehr Substanz vorhanden ist, als das zum Beispiel in Hahn war. Ja. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. So, hier seht ihr jetzt, hier ist dann schon alles so im Abriss. Oh Gott, guck mal. Alles schon entkernt. Da der ganze Dachstuhl ist abgetragen. Da kommst du auch gar nicht mehr drauf. Da ist er nämlich abgesperrt. Da hinten, guck, da ist Supermarkt gewesen oder sowas, ne? Auch das Commissary. Weil da ist auch so eine Überdachung. Gott, aber hier die Treppen sind noch da, ne? Aber das Dach ist abgetragen. Und auch da hinten der Flachbau komplett entkernt. Aber die Dachfenster haben sie drauf gelassen, ne? So, jetzt sind wir nochmal ein Stück weiter gegangen. Guck mal, da ist das Krankenhaus, ne? Das alte Krankenhaus ist da. Oh, Scheibe eingeschlagen da. Da ist die Scheibe auch wieder hier. Guck mal, auch selbst hier wieder Vandalismus. Ich verstehe das nicht. Guck, auch hier. Leute, wirklich, was macht ihr denn für Sachen hier? Das ist eigentlich alles in meinen Augen Denkmal, sollte man das schützen hier. Oder Denkmalschutz. Ja. Und überall schlagen sie hier die Scheiben ein. Guck hier, only. Hier Rettungswagen wahrscheinlich. Ja. Ambulance und Medical Services. Genau. Also das ist das alte Krankenhaus hier. Mit Satellitenschüssel, damit du auch schön hier CNN immer empfangen konntest. Aber an jedem Fenster hier fällt es. Guck mal, hier überall noch die Satellitenschüsseln dran. Naja, aktuell wären es wohl eher so Fox News und sowas, weil CNN ist ja Fake News. Ich versuche mal hochzuhalten, mal gucken, ob ihr was seht. Nee, das spiegelt zu sehr, ne? Das spiegelt zu sehr. Weiß ich mal. Onkel Kai, was machst du denn da? Es ist leer. Es ist leer, ja, schön, brech dir keine Haxen. Das sieht doch schon viel mehr hier nach US-Kaserne aus, ne? Auf jeden Fall. Oh! Ist da die Scheibe offen? Hallo! Oh! Lass mich mal. Nein, das ist zugeschweißt, Kai. Das ist zugeschweißt. Ups. So sieht's also im Eingangsbereich von dem ehemaligen US-Krankenhaus aus. Oh, das riecht so richtig abgestanden da drin, wie in so einem Museum, ne? Boah. Also man merkt, dass hier seit Jahren keiner mehr drin war. Nee. Also so richtig muffig, wie in so einem Keller riecht's hier. Also es ist extrem feucht da drin. Ja. Boah. Aber ansonsten ist das hier richtig idyllisch, ne? Extrem idyllisch. Ja? Es ist ja auch kein Schwein hier. Ist kein Schwein hier, aber auch, das ist richtig schön. Das ist also wieder wie so eine Stadt, nur dass es hier noch alles ein bisschen besser in Schuss ist. Aber auch wieder hier der Vandalismus, ne? Die Scheibe eingeschlagen, da oben die Laterne zerschossen oder kaputt gemacht. Da hinten geht's auch noch weiter, aber da ist anscheinend schon richtig im Kern, deswegen ist da der Zaun zu. So, jetzt hier gegenüber vom Krankenhaus haben wir eine Bushaltestelle, eine alte. Und da überhaupt nicht amerikanisch. Nee, das haben sie von Deutschen übernommen. Und da hängt eine Uhr und hier ist das, was ich eben gesagt habe hier. Der Kai steht neben dran und gehend. Hier waren die Parkplätze für die Rettungswagen, ne? Also hier vorne. Und da oben, das haben sie aber auch von Deutschland übernommen, ne? Damit es hier richtig deutsch ist. Hier waren mal die Klimaanlagen anmontiert, die sind auch nicht mehr da. Die sehen aber schon eher amerikanisch aus. Ja, klar, ne? Und hier drüben die Uhr, die ist allerdings stehen geblieben, die Uhrzeit stimmt nicht mehr. Ah, guck, da oben sind noch die typisch amerikanischen Klimaanlagen, siehst du das? Ja, haben sie oben gelassen. Die gibt es ja bis heute noch. Ja. Aber das Gebäude überhaupt nicht amerikanisch, ne? Nee, aber die Klimaanlagen. Die Klimaanlagen haben sie amerikanisch gemacht, ja. So, jetzt sind wir noch ein Stück weiter. Und hier ist schon alles ein bisschen mehr zugewuchert. Also hinter diesen Büschen ist ein Parkplatz. Ich frage mich gerade nur, wo der eigentliche Driveway war.
Wahrscheinlich weiter vorne, aber hier, guck, haben sie auch schon wieder die Scheiben zumauern müssen oder zunageln müssen, weil auch wieder irgendwelche Deppen die Scheiben eingeschlagen haben. Aber hier haben sie noch irgendwas gemacht. Das ist hier so, ich glaube, Fernwärme, ne? Das Silberne, eine Fernwärmeheizung haben sie ja noch rein. Das sieht auch in dem Abendlicht richtig toll aus. Richtig klasse. Und das ist im Großen und Ganzen hier, ich sehe kein Graffiti, obwohl es öffentlich zugänglich ist, kein Graffiti und nichts. Das finde ich echt klasse hier. Also fast noch alles im Originalzustand hier. Was? Du hast die Zufahrt jetzt gefunden zum Parkplatz hier? Oh ja. Aber auch gut zugewuchert hier. Hier ist schon lange kein Auto mehr in die Einfahrt reingefahren. Oder? Dürfte schon ein paar Jährchen her sein. Oh ja. Also hier war die Zufahrt zum Parkplatz. Ach, der ist ansonsten noch... Guck mal, wie süß hier. Schau mal. Mitten auf dem Parkplatz wächst ein Baum. Mitten auf dem Parkplatz hier, mitten in so einer Parkbucht, wächst ein Baum. Und vor allem durch den Teer. Durch den Teer hat sich das durchgebrochen. Und so groß wie der ist, guck mal, richtig aufgerissen hier. Alter, einfach mal hier so ein Baum mitten auf so einem Parkplatz. So, jetzt wollen wir noch mal hier ein bisschen herumschauen, deswegen gehen wir mal hier die offene Treppe hoch. Das war mal eine Feuerwehrtreppe. Was sieht man denn da? So, jetzt können wir mal reinschauen. Also wie ihr seht, ganz viele leere Gänge. Also die Türen sind raus, aber alles sauber und noch schön. Der Kai macht da oben höllisch Krach. Und da haben wir den Blick nach unten. So, jetzt haben wir hier nochmal den Blick auf den Parkplatz, da wo das Bäumchen wächst, wo wir eben waren. Wir sind doch schon ganz weit oben. Der Kai ist halt ein ganz, ganz mutiger immer. Der traut sich immer viel. So, jetzt hier nochmal ein Stück weiter. Auch wieder über einen Parkplatz, aber der ist schon wesentlich mehr zugewachsen. Was ist denn da hinten? Ein Grillplatz hat der Kai da hinten entdeckt. Gucken wir mal. So, einmal durchs hohe Gras. Das war mal ein Grillplatz. Da hat der Kai vollkommen recht gehabt. Der ist auch noch da. Aber wie ihr sehen könnt, schon lange nicht mehr benutzt worden. So, also hier hatten wir einen Grillplatz, sogar mehrere Grillplätze hatten wir hier, die sind alle noch da und da hinten sogar noch mit Beleuchtung und hier mit einer süßen, typisch deutschen Laterne, die haben sie noch da gelassen, aber auch hier, aber wie schön sauber die das hier hinterlassen haben, ne? Also wirklich, wirklich schön hier. So, der Kai hat rausgefunden, aufgrund von Beschilderungen, die ich leider nicht gesehen habe. Ist nicht ganz richtig. Ich habe das Fenster durch einfach geguckt. Ach, durchs Fenster geschaut, ja, sorry, genau. Wenn ihr hier oben drauf geht und wenn ihr das Fenster guckt, sieht man eine Mensa. Das können wir mal machen, genau. Also das war mal eine Mensa, damit wir das jetzt mal fertig ausgesprochen haben. Und zwar, wenn ihr hier oben drauf geht und seht hier hinten ist die Küche, auch noch mit der Spüle und allem. Und da hinten seht ihr, das war mal ein Buffet. Also gucken wir mal durch, kann der Onkel André das gut filmen? Ist die Scheibe schmutzig. Ja, man sieht. Ja, jetzt sieht man es, das war ein Buffet da hinten. Und hier vorne, guck mal, sind überall noch hier die Starkstrom-Steckdosen und hier vorne war mal wohl Küche. Ja. Und da hinten war, glaube ich, eine Spülküche. Also ich glaube, man kann es von hier vorne ganz gut sehen. Hoppala, ouch. Keep doors closed. So, und hier steht noch Keep doors closed. Guck mal, hier ist die Spülküche. Da steht sogar noch die Spülmaschine. Hast du noch ein paar Teller abzuwaschen? Eventuell, warte. Jetzt ist scharf gestellt. Also das ist... Die Spülküche, bei sind überall Spinnweben, abartig. Da hängt noch ein Generator oder irgendwas. Genial. Das sieht aus wie in einer Metzgerei so ein bisschen mit den Fliesen, ne? Ja. Nee, aber das ist ein Kühlraum. Das sind die alten Kühlhäuser, weil da oben, genau, und da oben ist ein Kühlgerät und hier steht noch US Property. Das ist sogar noch offen. Das ist ein altes Kühlhaus. Das ist ein altes Kühlhaus, was offen ist. Wir haben nichts. Wir haben nur am Türgriff gezogen. Es hat aber irgendjemand anderes mal aufgebrochen, ihr Schweine. Das kann man auch hier einfach wieder zumachen. Machen wir mal zu. Siehst du, wir machen sogar zu. Wir haben es nicht aufgemacht. Hier, US Property. Weißt du, was mich mit der Nummer, mit der Nummer 135-616. Was ich aber hier also stehen am faszinierendsten finde, die Amis haben sich sogar unseren Maßeinheiten sogar angepasst. Hier Grad. Steht nicht in Fahrenheit, Nee, in Grad. Ja, in Grad Celsius meine ich.
hier das Kühlhaus, was noch offen war, was wir jetzt wieder verschlossen haben. Mit die ganzen Urban Explorer Kinder, die kriegen das wahrscheinlich nicht hin mit dem Schieber da. Aber hier nagt auch schon der Zahn der Zeit an den Gebäuden. Da ist auch schon das Vordach, ist extrem feucht und da tut auch schon der Putz abbröckeln. Jetzt können wir hier auch nochmal reingucken. Wie gesagt, sorry, die Scheiben sind sehr schmutzig. Das ist hier so gesehen das Foyer von diesem Gebäude, für was es auch immer war. Auch hier irgend so ein Zusatzfenster offen, da geht es ins Treppenhaus hoch. So, und weiter geht's. Das ist ja doch ein kleiner Marsch, den wir hier heute machen. Also ist auf jeden Fall wesentlich größer noch, als wir das da in Hahn gesehen haben, ne? Kai? Ja. In Hahn stand ja nichts mehr. Nee. Guck mal, hier sind sogar noch die Jalousien da, die haben sie auch noch da gelassen. Und hier auch noch Gebäude, da haben sie aber schon Bäume gefällt. Oh, das ist auch schon komplett entkernt, Kai. Ja. Da ist auch schon kein Dach mehr drauf. Da wird das Gebäude wahrscheinlich als nächstes dran sein? Die werden wahrscheinlich dann als nächstes abgerissen. Ich weiß nicht, was das war, die sind auf jeden Fall... sind flachere Bauten. Hier das auch, guck mal, das finde ich so schön hier mit dem Fenster. Mit dem kleinen. Ja. Das sieht richtig goldig aus. Und das heißt, ist das die Kirche? Komm, wir gehen da mal hin. Das sieht aus, als wäre da hinten noch eine Kirche. So, und das sieht für uns wie eine Kirche aus. Also, die Amis hatten auf ihren Kaserngeländen jetzt nicht so Kirchen, wie wir sie kennen, sondern die hatten da so flache Gebäude dann. Und weil das hier so ganz anders aussieht wie die anderen. Aber guck mal, da war auch mal die Tür, glaube ich, oder eine Scheibe, die haben sie auch schon eingeschmissen, die Priester. Gotteslästerung. Ja. Guck, ja, guck, die Scheiben sind nämlich ganz bunt. Oh, guck, wie schön das leuchtet. Mhm. Das war eindeutig die Kirche. Jetzt gucke ich natürlich, wollen wir nochmal gucken, wo hier der Eingang war, aber ich finde das... Das ist ein streng christliches Land, natürlich gab es hier die Kirche. Aber guck mal, wie schön die Scheiben glänzen. Das ist richtig bunt, Glas. Das ist ja genial. So, jetzt sind wir hier wieder durchs hohe Gestrüpp. Um an dieses Kirchengebäude näher zu kommen. Guck mal, Kai, ich glaube, da stehen sogar noch die Kirchenbänke drin. Guck mal hier. Seht ihr das hier, das Holzstück? Das könnte zumindest der Rest von der Kirchenbank sein. Leider ist das, wie gesagt, Buntglas, aber auch gleichzeitig Milchglas. Und hier war der Eingang. Sieht so aus. Hier war der Eingang und hier ist schon alles zugewuchert. Hier ist nichts mehr. Haben sie aber zugenagelt. Aber dieses schöne Leuchtende hier, das finde ich echt klasse. Dass das auch noch nicht kaputt gemacht wurde, das finde ich echt klasse. So, wir sind immer noch am Kirchengebäude. Weil wir glauben, das, was wir da eben gesehen haben, war nur ein Nebeneingang. Das war der Haupteingang. Ja, ja. Hier ist anscheinend der Haupteingang gewesen. Da haben sie schon die Klinke weggemacht. Aber das Schloss sieht doch amerikanisch aus. Ne, ist ein deutsches BKS. Aber auch hier das mit dem schönen Buntglas. Jetzt kann man da reingucken. Der Kai sagt, es ist leer, aber wir gehen nochmal näher. So, das, was wir für die Kirche gehalten haben, wir sind jetzt einmal durchs hohe Gras herum. Das ist das Community Conference Center, also so gesehen das Gemeindehaus. Ja, Gemeindehaus. Das Gemeindehaus, das mit den schönen Buntglasfenstern. Und hier, guck mal, wie geil, Städtebauförderung Dialog. Das heißt hier, weil das wird ja alles hier konvertiert in Gewerbegebiet. Und hier 2013 geeicht. War das letztes Mal eine Eichprüfung oder eben, was weiß ich, was die hier gemacht haben. Briefkasten haben sie montiert. Das heißt, hier finden dann so die Veranstaltungen für die neuen Investoren statt, ja. In dem Gebäude. So, wir sind jetzt hier immer noch neben diesem Community Conference Center oder eben der Kirche. Und da sind hier ein Trafohäuschen. Und hört mal, Kai ist auch mal leise. Das ist noch in Betrieb. Ja. Electrical Operation Room. Unauthorized Access Prohibited. Genau. Aber ist immer noch in Betrieb. Also der eine und der andere... Der andere ist aus, nur noch Trafo 1 läuft. Das heißt, hier ist noch Strom auf dem Gelände. So, der Kai liest gerade, was hier auf diesem nicht mehr leserlichen Schild steht. Und das, was der Kai da vorliest, hat irgendwas mit Waffen zu tun. Und das heißt, es geht darum, wie du die Waffe sicher ladest. Genau, und deswegen sage ich ja, das heißt, also, da wo der... Also, dass ich zum Beispiel die Waffe in eine sichere Position praktisch da, wo keine Gefahr ausgeht, halt halten sollst. Ja. Und dann praktisch die den Auswähler... Selector, wie man es auch immer übersetzt hat, auf safe, sprich auf sichern halt einstellst. Wenn die Waffe nicht geladen ist, kann man den Hebel nicht auf sichern drücken.
Okay, das heißt aber da, wo du jetzt draufstehst, das ist dann so ein Ladekasten gewesen. Also das hat die Polizei auch zum Beispiel in Deutschland oder auch die Bundeswehr. Das heißt, wenn die Waffe geladen wird oder irgendwas, dann wird die in diese Richtung hier eben rein. Das heißt, hier war bestimmt mal Sand drin. Der ist aber nicht mehr da. Das sind hier nur so Messstäbe. Guck mal, das ist hier von der Baustelle aber irgendwas. Also ich meine das Rot-Weiße, nicht das andere. So, jetzt sind wir hier auf dem Rückweg. Bleib mal stehen, sonst wackelt das zu sehr. Da ist auch noch ein schöner Kirchturm da oben. Ganz, ganz schöner Kirchturm. Ja, ihr Lieben, also ich fand es hier ganz interessant, du auch? Es war auf jeden Fall auch noch alles in einem viel besseren Zustand als jetzt in Frankfurt-Hahn hinten. Genau. Auf der ehemaligen Kaserne. Hahn Airbase, genau. Hahn Airbase, wo wir waren, weil da war ja alles schon richtig verrottet und zugewuchert. Ja, und das Interessante ist, nochmal als Hinweis für das Video da von der Hahn Airbase, das steht seit 1990 leer, also seit jetzt dieses Jahr dann 29 Jahre. Das hier so seit 2007, 2008, das sind wie viele Jahre? Ja, so 12. 12 Jahre. 11, 12. Ist halt auch mitten in der Stadt. Also ihr müsst euch vorstellen, direkt da fährt auch eine Straßenbahnlinie vorbei, Hauptverkehrsstraße. Das heißt, hier ist natürlich auch noch ein bisschen mehr bewacht. Ja, also hier wird nicht so viel Vandalismus gemacht, obwohl der Zugang da vorne, zumindest zum vorderen Bereich, öffentlich zugänglich ist. Ich fand es faszinierend, das nochmal zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr interessant. Und man konnte ja auch von außen über reingucken. Es war halt leider so alles abgeschlossen. Ja. Deshalb hätte man auch, wenn man gewollt hätte, nirgendwo reingehen können. Genau. Und auch wieder hier an der Stelle. Was wir hier machen, das ist zwar Urban Exploring, aber wir tun uns hier an die Permisse halten. Da, wo du reingucken kannst durch Scheiben, das, was du draußen anfassen kannst, das ist in Ordnung. Aber brecht niemals Türen auf. Und selbst wenn wir euch diesen schönen Ort hier gezeigt haben, alles, was ihr hier auf dem Gelände treibt, ist euch überlassen. Also ihr lieben kleinen Kinder, kommt ja nicht auf die Idee, wenn ihr Dummheiten anstellt, zu sagen, Onkel André und Onkel Kai, die waren ja hier. Ja, wir waren ja hier, aber wir sind nirgendwo eingestiegen und haben keine Scheiben eingeschmissen. Weil sonst müssen Onkel Kai und ich Strafe zahlen. Deswegen immer schön artig bleiben. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.